Packung kaufen wir uns auch noch. So. Ja. Und sonst will ich nichts. Mhm. Auf geht's. Ach, wir sind überlastet. Das ist schlecht. Ich schmeiß wieder was weg. Bekleidung. Wir haben doch bestimmt noch irgendwie Schuhe oder so. Die. Ja, da die Feldstiefel. Ja, komm, die schmeißen wir weg. Ach, nicht anlegen. Aber nicht. Wegschmeißen. Ja, wir könnten mal gucken, was wir. Ob wir vielleicht irgendwas haben, was mittlerweile. Unsere Stahlrüstung hat 34 Rüstungspunkte. Nee. Unsere Stiefel haben. Wo sind die? Eisenstiefel 11. Die haben 11, sind aber noch verzaubert. Die steigern die Ausdauer. Dann legen wir die doch an. Fellrüstung, achso. Und die Stiefel, nix. Gut. Dann haben wir noch der Wachhelm. Der hier hat 14, unserer 19. Also sind wir immer noch überladen. Ah, dann schmeiß ich irgendeine Zutat weg. Nee, dann lieber was zu essen. Oder ich esse einfach was. Was an sich aber auch nicht so viel bringt. Gut, da ist alles nur super nix wert. Hm. Was schmeißen wir weg? Irgendeinen unnötigen. Ach komm, wir verkaufen der einfach irgendeinen Zaubertrank oder sowas, den wir nicht brauchen. Bitte entschuldigt, aber ich führe ein recht gutes Sortiment von. Ja, ja, weiß ich, dass du das machst. So. Zaubertränke haben wir doch. Unsichtbarkeit für 20 Sekunden, den behalten wir mal. Den da können wir. Ja, auf geht's. Ja, und weg. So. Jetzt haben wir da aber. Gut. Dann speichern wir jetzt erstmal. Oh, es wird wieder Nacht. Es wird wieder Nacht so langsam. Und gucken wir, was wir noch so für Quests haben. Verschiedenes. Stelle einen Zaubertrank her. Das ist uns nicht gelungen. Finde das Schwert des Roten Adlers. Markiere ich mal. Kann man auch mehrere markieren, ja bestimmt. Akademie von Winterfest ist ein bisschen weiter weg. Erkunde die. Sprich mit dem Anführer der Gefährten, das können wir noch machen. Und dann gucke ich mal noch, wo das da ist. Das müsste mir doch jetzt alles angezeigt werden eigentlich, oder? Aha. Der Anführer der Gefährten, stimmt, der ist ja hier in der Nähe. Ah, Windhelm, da ist schließlich dem was? Schließlich dem Aufstand der Sturmmäntel an, dann müssen wir bis nach Windhelm, das ist aber weit. Erkunde die Badenakademie, die ist auch sehr weit weg. Ich finde, das Schwert des Roten Adlers ist auch sehr, sehr, sehr weit weg. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Ich deaktiviere mal gerade die anderen Quests. Nein. Wir gehen jetzt zum Anführer der Gefährten. Da müssen wir hier hoch. Da waren wir ja schon drin in dem Haus. Das war da, wo sie Faustkämpfe gemacht haben. Und talken dann diesmal aber auch mit dem Anführer eben. Beim letzten Mal sind wir da direkt wieder rausgegangen. Habe ich ja gesagt, ich gehe später hin. So. Gut. Immer noch Stufe 4. Trotz, obwohl wir da irgendwie, wir haben auch durch den Kampf mit dem Drachen gar nichts dazu gekriegt irgendwie an Erfahrung. Das hier ist nicht der Anführer, oder? Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Aha. Nahm ich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Damit, der wohl der Anführer sein. Wer sind die Gefährten? Laut Wigner ist das eine Gruppe von Faulenzern und nichtsnutzigen Jammerlappen, die vergessen haben, wie man kämpft. Aber für ihn war früher sowieso alles besser. Ich würde jedem Gefährten mein Leben anvertrauen. Hm, okay. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Oh, ich bin selbst kein Gefährte. Ich helfe nur Wigner aus. Er hat mich aufgenommen, als ich Probleme hatte und, nun ja, ich schulde ihm was. Es besteht immer noch die Gefahr eines Drachenangriffs. Ja gut, Leute, dafür sind wir doch da. Also, wir haben doch, machen die doch platt mit unserem Schrei. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Davon gehe ich aus. Leb wohl, mein Herr. Ja, das werde ich. Da ist doch noch. Was haben wir da? Einen richtigen Krieger. Reden wir mal mit dem. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich.
Er müsste hier irgendwo sein. Aha. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Moment, kein. Wer sind die Gefährten? Das haben wir ja eben schon geklärt, ich denke nicht. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Das ist schön. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Das kann man hier jeden fragen, denke ich mal. Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Kann ich den Gefährten beitreten? Kotlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Alles klar, das werden wir dann auch also tun gut. Bei Zeiten. Reden mit Rhea. Oh, ihr habt noch mehr zu sagen? Oh, jetzt kann man hier jeden fragen. Na, dann fragen wir sie mal. Also, wer sind die Gefährten und warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Frage ich die jetzt mal nicht, dann frage ich sie vielleicht irgendwann mal. Aber mich interessiert jetzt nicht die Lebensgeschichte hier von jedem. Aber wer hat hier das Sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skior und die Brüder Farkas und Wilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Oh, ist klar. Bis zum nächsten Mal. Na schade, hier ist es stehlen, wenn wir hier was mitnehmen. Okay. Oh, wir sind hier gerade voll durchs Feuer gelaufen. Wer ist sie denn? Die sieht doch aus wie eine aus Divinity 2. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg, frage ich nicht. Bla bla bla. Gott, mit der können wir... Bis zum nächsten Mal. Jetzt nicht unbedingt irgendwas Neues. Die sieht auch so ein bisschen aus wie Damian, oder? Ah, nee, doch nicht. Ihr schon wieder. Euer Gesicht ist neu und im nächsten Moment sagt er ihr schon wieder. Was ist das für einer? Mit dem können wir auch nichts. Gibt es auch keine andere Gesprächsoption. Auch mit dem haben wir ja schon getalkt. Ist hier. Oh, 8. April, der schläft jetzt hier. Ah, schade, es ist stehlen. Das ist stehlen. Dürfen wir auch die Bücher da mitnehmen? Die dürfen wir mitnehmen. Ah, nee, aber wenn wir es wenn wir es mitnehmen würden, wäre es stehlen, stand da, dann. Lassen wir das. Achso, ja, den kennen wir ja. Da sind auch noch Türen und hier wird wohl irgendwo dann der Anführer sein, mit dem wir jetzt reden wollen. Da drin. Die Wohnquartiere. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir uns den hier anschließen können. Das wäre dann quasi die erste Gilde hier. Die Gefährten. Ihr braucht etwas? Oh. Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Unwahrscheinlich, mein Freund. Das war hier? Nee, auch als Stehl. Doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten. Ach komm. Ich ja. Kümmere mich um die Krieg. Mit der können wir nichts Besonderes. Wo ist denn der andere Typ jetzt hin hier? Ah. Oh. Gott, der wollte mich verarschen, der Typ. Ihr braucht etwas? Der hat ja auch nichts. Oh. Hier kann man mit jedem nur dasselbe reden. Neues Blut. Ebenfalls. Wen haben wir da? Bis zum nächsten Mal. Das gibt's ja gar nicht. Das sollten wir mal ausprobieren. Okay, der Anführer wird dann irgendwo da hinten sein. Aha. Hier sind noch mehrere Räume. Naja gut, wir gehen dann jetzt mal hier hin. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Ja, unterbrechen wir sie mal. Großartig. Noch so ein Ehrgeizling. Ihr denkt, ihr könntet hier einfach so reinspazieren. Noch halt auch mal, mit dem will ich nicht reden. So, reden wir mit dem. Ein Fremder betritt unsere Halle. Jo. Ich würde gern den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht.
Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen.